Und heute und damit herzlich willkommen zum Rezept der Woche hier aus dem Peter-Marx-Schauraum in Stockerau gibt es das Lieblingsrezept von Gerhard Martinez aus Groß-Gmain, so südwestlich von Salzburg. Und Gerhard hat eingeschickt ein in Barolo edler Rotwein pochiertes edles Stück Rinderfilet. Ganz was Feines heute mit in Zucker karamellisierten Zwiebeln und mit einem Petersilwurzelpüree. Ich bin schon dabei gewesen, die Petersilwurzel hier zu schälen. Und zum Barolo möchte ich natürlich sagen, ja klar, wahnsinnig toller, feiner italienischer Rotwein. Natürlich auch recht hochpreisig. Wir bleiben beim Rotwein in Österreich und tun was für die österreichischen Winzerinnen und Winzer. Ich habe einen ähnlich kräftigen Rotwein, nämlich einen St. Laurent aus dem Jahr 2017, aus dem Burgenland vom Weingut Nittenhaus. Auch ein sehr kräftiger, man sieht schon an der Farbe, dunkler Rotwein mit, ja, auch wenn er frisch von der Flasche kommt und sogar noch ein bisschen Temperatur benötigen würde. Ganz fruchtige Tiefe, ja, ich würde sagen Beerennoten. Und das ist so Brombeer und Heidelbeer. Also sehr fruchtige, kräftige Noten in diesem Rotwein. Da wird dann inklusive einem feinen, süßlichen Portwein das pochierte Rinderfilet eingelegt. Davor kümmere ich mich aber noch um das, wollte ich schon fast sagen, Pastinaken, aber es ist Petersilwurzel-Püree. Dazu schneide ich mir die Petersilwurzel, die ja im Geschmack sehr kräftig ist, einfach in Würfeln, in Wasser kochen, Salzwasser, dann vielleicht mit etwas Obers und Butter zu einem feinen Püree montieren. Und weil es ja ein feines Rezept ist, das Filet nur pochiert wird und in Rotwein bei ganz wenig Temperatur gar zieht, wenn man das Püree nicht mit Stückchen lassen, sondern am Schluss noch durch ein Sieb streichen, damit das auch schön fein ist. Wasser, Salz dazu. Petersilwurzel rein. So, das darf da jetzt gemütlich bis weiches vor sich hin köcheln. Zum Fleisch oder erst vielleicht zu den Zwiebeln und Schalotten. Man kann natürlich auch weiße Zwiebeln nehmen. Ich mag es gern mit Schalotten, die sind ein bisschen feiner. Die können jetzt in dem Fall ruhig grob bleiben, also nur in grobe Stücke schneiden, weil ich sie in etwas Olivenöl und einer Butterflocke glasig ziehen lasse und dann mit Kristallzucker noch karamellisieren werde. Das gibt dem Gericht noch zusätzlich so ein bisschen einen edlen, feinen Schliff, weil die Schalotten ja eh relativ viel Süße haben. Unter Anführungszeichen, aber karamellisiert natürlich noch besser schmecken. So, hier langsam vor sich hin schmurgeln lassen. Gleich Kristallzucker dazu. Und dann die Verbindung mit diesen süßen Zwiebeln, mit dem pochierten in Rotwein und in dem Fall Portwein oder auch Madeira, könnte auch dazu genommen werden. Das schmeckt sicher ganz hervorragend. Ein bisschen aufwendig, aber umso besser. So, die Silberhaut hier von diesem wunderschönen Stück mageren Rinderfilet habe ich schon begonnen, da ein bisschen abzuziehen. Die gehört runter. So, den kleinen Fettrand ohne weiteres dran lassen. Jetzt habe ich die Zwiebeln hier, Schalotten, schon schön karamellisiert. Jetzt wird abgelöscht mit Portwein und mit Rotwein. Das darf jetzt eine gute Menge Portwein sein. Nochmal aufköcheln lassen und den kräftigen Rotwein gleich was rein. Das ganze Fleisch sollte gut bedeckt sein. Das wechseln wir da gleich rüber. So, kräftig aufkochen einmal. Dann kommen rein die Kräuter. In dem Fall Rosmarin,
ganze Thymianzweige, Petersilie, Lorbeerblätter, Prise Salz, Pfefferkörner. Zwiebeln koche ich da jetzt einfach mit. Das wird dann sozusagen auch die Soße, entweder ein Zwiebelrelish oder eine süße Zwiebelsoße. Jetzt kocht der Sud schon schön. Jetzt legen wir unser Rinderfilet ein. Reduzieren die Hitze, dass es nicht mehr köchelt, sondern nur mehr heiß ist. Deckel drauf und lassen das langsam vor sich hinziehen. Knapp 20 Minuten vorbei. Das blanchierte Rinderfilet kommt raus. Ja, also ich glaube, es ist zart rosa innen, aber man ist sich nie ganz sicher. Deshalb schnell in Alufolie und nur warm stellen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit schon etwas von dem Rotweinsud hier einkochen lassen und mit etwas Stärke montiert. Da kommt jetzt noch kalte Butter dazu, weil wir aus diesem Petersilwurzen, aus den gegarten, mit einem Schuss Obers ein ganz ein glattes Püree machen wollen. So, fertig. Abschmecken. Vielleicht noch durch ein Sieb. Ich weiß nicht, ich muss mal testen, wie fasrig es geworden ist. Braucht man gar nicht mehr. Also, das ist von der Konsistenz so fein. Eigentlich steht ja im Rezept und deshalb doch nochmal retour. Man möge doch frischen Petersil dazu tun. Habe ich vergessen? Prise Salz. Oh, schmeckt gut, riecht super. Perfekt. So, jetzt hole ich mir da noch die Zwiebeln raus. Die sind jetzt ganz fein mit Rotwein. Geschmort, sehr gut. Auch schon hier herstellen. Süßchen. Noch einmal kurz Temperatur und mit etwas Butter aufmontieren. Ja, boah, das Süßchen hat eine super Konsistenz schon. So, wenn die Butter da weich wird, kommt das spannendste Teil. So ganz leicht Flüssigkeit gelassen, gar nicht viel. Naja, und jetzt wird's spannend. Ich denke, dass wir da schöne zwei Tranchen runterschneiden könnten. Oh ja, ich sehe schon, es ist sehr gut geworden. Super. Ah, schön. Fein rosa in der Mitte. Und dann geht's schon ans Anrichten. Wir nehmen ein Bett aus dem Petersilienpüree in der Mitte. Kommen die zwei Stück Rinderfilet dazu. Dann unsere rotweingeschmorten Zwiebeln. Pfefferkörnern sind noch dabei. Und natürlich die Soße. Und dann sage ich jetzt schon vielen Dank fürs Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen.